Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Und dies soll ein sehr persönlicher Podcast werden, nicht nur, weil ich es möchte, sondern auch ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback zu diesem Podcast, weil der nicht so sehr einem fachlichen Thema oder einer Linie folgen wird, sondern so ein bisschen emotional, spontan meine aktuelle Situation darstellen wird. Ausnahmsweise ergänzt sich dieser Podcast vom Freitag mit dem gestrigen Podcast in der Wegner System Academy. Kurz zur Erklärung, es gibt ein Wegner System, das ist ein Produkt, welches grundsätzlich 599 Euro einmalig kostet und wo ich den Menschen in 30 Lektionen über 24 Stunden Videomaterial alles über das finanzielle Spiel des Lebens beibringe, wie ich Menschen aus einem ganz gewöhnlichen Job in Richtung finanzielle Unabhängigkeit, aber auf jeden Fall zur finanziellen Positivität bringe. Darauf aufbauend habe ich einen Wegner-System-Schnupperkurs gebaut, der kostet 50 Euro und da habe ich ein wenig mit Affiliate-Marketing angefangen und der Sinn des Schnupperkurses ist es, ganz normalen Menschen den Einstieg ins Affiliate-Marketing beizubringen, was eben eine Einnahmequelle des Wegner-Systems ist. Das heißt, das Wegner-System ist grundsätzlich ein persönliches Finanzcoaching, wo nur ein kleiner Teil den Bereich Einnahmen betrifft und ein noch kleinerer Teil betrifft den Bereich Online- und Affiliate-Marketing. Und beim Schnupperkurs ist es eben andersrum. Der Schnupperkurs repräsentiert nur diesen ganz kleinen Teil der Einnahmen durch Affiliate-Marketing. Und ich sage immer, als Abfallprodukt fallen hier deine ersten paar hundert Euro Einnahmen an. Und die Idee dahinter ist, dass man nach 4 Wochen dann das volle Wegner-System kauft. Ich erkläre das nicht, um Werbung zu machen jetzt hier, sondern weil wirklich unglaublich viele Leute meine 3 Produkte, die ich habe, verwechseln. Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du den Schnupperkurs für 50 Euro kaufen und kannst dann nach 4 Wochen die Differenz von 549 Euro bezahlen und hast dann auch das Wegner-System. Alternativ kannst du direkt das Wegner-System für 599 Euro kaufen. Diese beiden Produkte sind damit abgeschlossen. Da sind keine Abos oder ähnliches enthalten, außer du zahlst eins von beiden auf Raten, aber das sind dann Raten und keine Abos. Und zusätzlich gibt es die Wegner-System Academy. Die Wegner-System Academy ist ein Abo, wo du monatlich bezahlst, die Kosten sind bei 14,99 Euro pro Monat und dann hast du nicht nur Zugriff zu einer privaten Facebook-Gruppe, wo ich nochmal extra Tipps gebe und auf Aktionen besonders hinweise und manchmal nur darauf hinweise oder zumindest zuerst hinweise, sondern du hast auch noch Zugriff auf einen großen Bereich mit Content von mir, da sind Programmiervideos drin, da sind Aktionen drin, da sind Geldverdienen-Videos drin und wenn du Mitglied der Wegner System Academy bist, hast du eben auch Zugriff auf einen Premium-Podcast und der kommt ebenso einmal die Woche raus und in dem Premium-Podcast gehe ich noch viel mehr ins Detail und ich sag mal so, der Premium-Podcast ist eigentlich für die Leute gedacht, die schon das Wegner-System durchgearbeitet haben und die schon viele Basics wissen. Das heißt, hier in diesem Podcast, der für alle Menschen ist, erzähle ich immer noch die Basics, weil ich ja davon ausgehe, dass du möglicherweise nicht das Wegner-System durchgearbeitet hast. Und in der Wegner System Academy erzähle ich dann tiefgehendere Sachen. Und diesmal überschneidet sich das Ganze eben ein wenig. Das heißt, hier jetzt in dem Podcast möchte ich gerne über meine persönliche Überforderung sprechen. Diese resultiert aber auch vor allem aus meinem aktuellen neuen Business heraus, wo ich eben im Premium Podcast etwas zu erzähle. Normalerweise war es bisher so, dass ich nur Wegner-System-Kunden in die Wegner-System-Academy gelassen habe. Da inzwischen die Inhalte so umfangreich sind und da inzwischen so viele Leute gesagt haben, Pascal, ich habe meine privaten Finanzen im Griff, ich will jetzt endlich mal tiefer gehendes Wissen von dir haben, haben wir es inzwischen erlaubt, dass in der Wegner-System-Academy auch Mitglieder Mitglied werden dürfen, die das Wegner-System nicht gekauft haben. Solltest du das wollen, kannst du einfach auf www.wegner-system-academy.de gehen und kannst da für 14,99 Euro pro Monat den Zugriff erlangen.
weil ich dir als treuer Podcast-Hörer gerne ein kleines Goodie geben möchte, bekommst du den ersten Monat für nur 1 Euro und du musst einfach nur den Gutscheincode Academy eingeben. Academy schreibt man übrigens A-C-A-D-E-M-Y. So, nachdem das geklärt ist, möchte ich jetzt gerne mit meinem heutigen Thema der Überforderung anfangen. Ich habe kurz überlegt, ob ich auf dieses Thema eingehen möchte, aber ich habe ja das Problem, dass ich seit über 10 Jahren meinen Erfolg, mein Leben, mein tolles Leben in Social Media Sachen teile und auf Facebook und Instagram nur tolle Bilder von mir sind, wie ich um die Welt reise und wie ich meinen Job liebe und wie ich glücklich bin. Und jemand, der mich noch nicht so lange kennt, ich sage schon immer, ich stelle auf Social Media keine falsche Wahrheit dar. Also natürlich sind Social Media immer Ausschnitte, vollkommen klar, das muss bei jedem bewusst sein, aber es ist nicht so, dass ich auf Social Media ein glänzendes Leben darstelle und in Wirklichkeit zu Hause auf dem Sofa sitze und irgendwie weine oder ähnliches. Das war noch nie so und immer, wenn es mir schlecht ging, dann habe ich dies auf Social Media geteilt. Das war zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr selten. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und ich habe mich da auch immer ein bisschen doof beigefühlt, weil ich mir so dachte, naja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob meine Leute jetzt von mir hören wollen, Pascal, toll, dass es dir schlecht geht, sollen wir dich jetzt trösten oder irgendwie was. Also das war immer der Grund, warum ich es ungern gemacht habe. Aber im Endeffekt habe ich es eben immer gemacht. Und habe gesagt, hey Leute, ich möchte euch gerne zeigen, dass auch mein Leben Schattenseiten hat. Und in so einer Art Schattenseite bin ich gerade aktuell seit einigen Tagen oder vielleicht sogar seit ein paar Wochen wieder. Und da möchte ich jetzt gerne drüber reden. Warum habe ich überhaupt überlegt, ob ich das Ganze hier breittrete? Nur aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, ich habe natürlich keine Probleme. Ich bin mir natürlich vollkommen bewusst darüber, dass es mir gerade in der Phase, wo es mir schlecht geht, wegen der Dinge, die ich noch benennen werde, dass ich noch immer auf Wolke 7 schwebe, dass mein Lebenslevel noch immer 9 von 10 ist, dessen ist mir mein Kopf auch bewusst. Und wenn ich jetzt hier gleich von den Dingen erzählen werde, die mich belasten, ich weigere mich, sie Probleme zu nennen, weil ich weiß, dass es keine Probleme sind, aber Dinge, die mich gerade belasten, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass das Menschen hören zu einem Zeitpunkt, wo es diesen Menschen wesentlich schlechter geht und dies auch vollkommen verständlich ist. Leute, die vielleicht schwer krank sind. Ihr wisst ja, bei mir steht Krankheit ganz, ganz, ganz oben, weil ich immer sage, eigentlich ist alles egal auf der Welt, solange wie du und deine Liebsten gesund sind. Und ich bin eben noch immer kerngesund und da bin ich auch dankbar für. Und von daher ist es schon mal eigentlich per Definition verboten, dass ich mich über irgendwas beschwere. Und darüber hinaus kommt es halt noch, wenn wir es mal Probleme kurz benennen würden, weil viele immer sagen, Mensch, Pascal, du hast Probleme. Das Wort ist das, was mir ein bisschen schwer fällt. Habe ich jetzt, glaube ich, oft genug erklärt. Dann sind es natürlich Luxusprobleme, die ich habe. Und wenn ich jetzt hier gleich anfange, los zu heulen im übertriebenen Sinne, dann ist mir natürlich klar, dass Menschen, die diesen Podcast hören und die wirkliche Probleme haben, die wirklich Herausforderungen in ihrem Leben haben, die vielleicht krank sind und oder die ihren Job verlieren und oder die wirklich ihre Finanzen, die wirklich Schulden haben, wo es nicht mehr finanziell weitergeht, die aus der Wohnung rausfliegen, da fühle ich mich einfach ein wenig schlecht, das jetzt über meine Herausforderungen, die mich runterziehen, zu reden. Das möchte ich aber auch als ersten Punkt nehmen und ich möchte gar nicht so sehr ihn als Entschuldigung für mich nehmen, sondern möchte wirklich, dass man da immer wieder dran denkt, für Probleme gibt es keinen Maßstab. Und das gilt in beide Richtungen, also sowohl ich respektiere das, ich sage jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, nach unten. Das heißt, wenn ich mit einem Menschen rede, sei es im Rettungsdienst, weil es ein Patient ist, sei es mit einem Freund oder sei es wirklich mit einem wildfremden Menschen und die sagen mir, hey Pascal, ich weiß wirklich nicht mehr weiter, mein Hund braucht eine Operation und ich finde einfach keinen Job und ich denke mir so, okay, wow, aber was ist denn jetzt so schwer daran, das und das und das zu machen? Und ich puzzle denen das Leben wirklich wieder in Sekunden zusammen, dann würde ich mich niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, boah,
Du hast aber ein geringes eine geringe Problembewältigungskompetenz. Ich verstehe das vollkommen, dass jeder Mensch mit anderen Sachen überfordert ist und dass jeden Menschen ein anderes Niveau überlastet. Und mein Niveau ist eben im Vergleich zu den normalen Leuten doch auf irgendeine Art und Weise schon relativ hoch. Aber auch auf diesem Niveau kann es eben zu irgendwelchen Rückschlägen kommen. Jetzt habe ich aber 10 Minuten um den heißen Brei herumgeredet. Jetzt möchte ich auch einfach erzählen, was passiert ist. Oder ich möchte es vielleicht so eruieren mit euch, weil es mir selber gar nicht so bewusst ist. Seit einigen Tagen merke ich das aktiv, habe ich das Problem, dass ich alle Dinge, die ich so ein bisschen nebenbei mache, nicht mehr bewältigt bekomme. Das heißt, aktuell stürzt alles über mich herein und ich habe die Situation, dass ich sehr frei lebend und sehr frei arbeitend bin. Das heißt, ich habe nahezu keine Termine und ich habe eigentlich fast jeden Tag Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte. Was waren diese Dinge? Naja, einerseits Rettungsdienst. Jetzt kann ich natürlich nicht einfach morgens aufstehen und auf die Rettungswache fahren und sagen, ich setze mich jetzt auf irgendeinen Rettungswagen. Also der Rettungsdienst hat schon eine geringe Planung, meistens von 1 bis 5 Tagen irgendwie. Also heute zum Beispiel werden für die nächsten 7 Tage wieder Menschen gesucht. Und ich hätte jetzt, weil wir halt einfach so eine dünne Personaldecke haben, und ich hätte jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich fahre morgen eine Schichtrettungsdienst, ich fahre übermorgen eine Schichtrettungsdienst, ich fahre am Samstag, Sonntag eine Schichtrettungsdienst. Das heißt, ich habe bisher nur als Rettungssanitäter gearbeitet, wenn ich irgendwie Lust hatte. Dazu habe ich ja noch einige Aufgaben zu erledigen, die ich meistens dann mache, wenn ich irgendwie Lust drauf habe. Also was mache ich? Ich habe meine Finanzen irgendwie im Griff. Ich habe weit über 100 Konten, wo ich die Gelder ständig hin und her schiebe. Zum Teil mache ich das, um einfach wirklich nichts an Geld zu verlieren. Zum anderen Teil mache ich das aber auch, weil es einfach notwendig ist, weil ich von einem Konto gehen 10.000 Euro ETF-Sparpläne ab, vom anderen Konto gehen die gesamten Hausgelder ab, das andere Konto ist mein Privatkonto, wo die Dividenden irgendwie draufkommen müssen. Und so weiter. Das heißt, ich muss irgendwie 1-2 Mal im Monat mit meinen gesamten Konten Gelder hin und her schieben. Und ich habe eben so ein paar Sachen, wo ich schaue, dass die irgendwann einfach getan werden, weil sie irgendwann einfach da sein müssen. Und das sind zum Beispiel diese Podcasts hier. Die Podcasts erscheinen einmal die Woche. Das heißt, ich muss durchschnittlich einmal die Woche 2 Podcasts machen. Irgendwie erstellen und ich kann die auch auf Vorrat erstellen und das habe ich bisher im Regelfall auch so gemacht. Das heißt, irgendwie, oder ich mache es mal andersrum, mein normaler Tag sieht so aus, dass ich, wenn ich Rettungsdienst fahre, stelle ich mir einen Wecker, na, ganz klar, und dann fahre ich im Rettungsdienst. Wenn ich aber keinen Rettungsdienst fahre, dann wache ich auf, wann immer ich aufwache, und dann mache ich erstmal, worauf ich Lust habe. Meistens wache ich inzwischen leider relativ spät. Ich bin es gewohnt, zwischen 6 und 7 aufzuwachen. Inzwischen braucht mein Körper definitiv Schlaf, den holt er sich auch. Das heißt, ich wache inzwischen zwischen, ja, man muss schon eher sagen, es geht Richtung 9. Also im Regelfall wache ich nach 9, zwischen 9 und 10.30 Uhr irgendwie auf, obwohl ich am Abend schon um 20, 21 Uhr auf der Couch 1-2 Stunden schlafe und dann um 22, 23, 24 Uhr ins Bett gehe. Das heißt, ich schlafe aktuell wirklich 10, 11, 12 Stunden jeden Tag. Und das bin ich eigentlich auch so gewohnt. Und das gebe ich diesem Körper auch, außer halt diese 1, 2, 3 Mal die Woche. Im Regelfall habe ich aber nur einen Frühdienst in der Woche, wo ich dann eben wirklich gezielt aufstehe, was mir auch wirklich nichts ausmacht. Ich stehe eigentlich sehr gerne früh auf. Und wenn ich jetzt aber zu Hause bin, dann laufe ich eben durch die Wohnung, dann mache ich mir was zu frühstücken. Manchmal gehe ich auch irgendwie frühstücken. Dann ist es 12 Uhr oder 13 Uhr. Und dann überlege ich mir im Regelfall, was ich mache. Manchmal habe ich Lust, einen Podcast aufzunehmen. Dann kommt mir einfach irgendein Thema. Dann setze ich mich einfach ins Mikrofon, nehme den Podcast auf. Manchmal habe ich einfach voll Bock, mich gerade um meine Finanzen zu kümmern. Dann suche ich mir ein neues Tagesgeldkonto. Manchmal hat meine Freundin irgendwie gesagt, hey, wir brauchen einen neuen Kaffee. Oder kannst du mir mal Colas besorgen? Oder kannst du irgendwie mal eine Lampe besorgen? Dann kümmere ich mich ein paar Stunden darum, wo wir jetzt die Cola extrem günstig oder sogar kostenlos herkriegen, wo wir eine kostenlose Lampe herkriegen. Manchmal gucke ich, ob die Mieter wirklich alle ihre Mieten bezahlt haben. Ist auch vollkommen egal, wann ich das mache. Das gucke ich dann halt immer für die letzten 1, 2, 3 Monate, je nachdem, wie hoch ich es nicht gemacht habe. Manchmal sortiere ich meine Kontoauszüge. Ich kriege ja über 100 Kontoauszüge.
Manchmal arbeite ich am Wegner-System, das heißt, entweder füge ich in die Academy eine neue Lektion hinzu oder ich schalte einfach mal aus Spaß irgendeine Werbung oder ich mache einen Premium-Podcast oder ich mache TikToks oder ich mache TikTok-Werbung oder ich beantworte E-Mails. Und so mache ich normalerweise jeden Tag, worauf ich Lust habe. Ich kümmere mich um meine Miete. Wenn jemand gekündigt hat, weiß ich, ich habe jetzt 3 Monate Zeit, die Wohnung zu inserieren. Und jetzt ist ein Punkt erreicht, wo viele Sachen extrem explodiert sind. Allem voran das Wegner-System. Irgendwie kam es auf TikTok zu einem schlagartigen Reichweite. Und dazu kam es auch noch zu gezielt negativen Berichten über, in diesem Fall war es mein Schnupperkurs, aber ist ja auch egal, über meine Person. Und die Berichte waren auch eigentlich gar nicht so negativ. Also der Leitbericht dazu, der war schon sehr negativ gehalten, aber inhaltlich eigentlich so, dass ich gesagt habe, ja okay, du magst kein Affiliate-Marketing, für dich ist Affiliate-Marketing nichts, du willst das nicht lernen, dir bringt das nichts, du hast das Gesamtkonzept nicht ausleben wollen, alles gut. Was ein bisschen aufmüpfiger war, waren die Leute, die auf diesen negativen Bericht aufgesprungen sind. Also ich habe wirklich unzählige Nachrichten bekommen. Hey Pascal, man erzählt, du bist ein Betrüger. Und dann habe ich ganz gezielt nachgefragt, wo erzählt man mir das dann? Und dann wurden mir wirklich die Links zu den Videos geschickt, wo Menschen halt einfach sagen, nee, so ein Mist mit Affiliate-Marketing und man muss Konten beim Affiliate-Marketing eröffnen und so weiter. Und ich mir dann denke, wow, der hat doch kein Wort vom Betrüger gesagt, auch nicht gemeint. Er hat gesagt, ja, ich habe das gekauft für 50 Euro, mir hat das nichts gebracht. Und es ist halt Affiliate-Marketing und so ein Scheiß und bei Affiliate-Marketing muss man Leute werben und so Mist. Und ich denke mir so, ja, damit hat er ja inhaltlich auch sehr recht, auch wenn er das sehr, sehr, sehr negativ in jeder Beziehung darstellt. Aber woher kam denn jetzt auf einmal das, man sagt, du bist ein Betrüger? Und das hat mich auch ein wenig erschrocken, soll aber nochmal ein anderes Thema sein. Aber was auf jeden Fall explodiert ist, sind meine Verkäufe dadurch. Also ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt im Rahmen dieses Podcasts, aber ich habe in den letzten 10 Monaten, so lange gibt es das Wegner-System ja, noch nie so viel verkauft wie in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Tage es jetzt sind, 7 bis 10 Tagen. Also es hat sich, glaube ich, verzehnfacht. Das müsste so roundabout von den Zahlen, die hier über mein Auge gehuscht sind, müsste ungefähr hinkommen. Und was aber passiert ist, einerseits hat sich die Zielgruppe ein wenig verschoben. Ich habe ja sehr viel dafür getan, dass ich wirklich immer sage, Leute, ich mache das Wegner-System, es ist mein persönliches Finanzcoaching, es ist ein Fachcoaching. Ich verspreche dir nicht, reich zu werden. Ich verspreche dir nicht, dass du Millionär wirst. Ich verspreche dir nicht, dass du über Nacht reich wirst. Ich sage dir ganz solide, dass du langfristig mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit dein finanzielles Leben komplett umkrempeln kannst und das garantiert auch Erfolg haben wird, wenn du das durcharbeitest. Aber ich habe nichts mit den über Nacht reich werden zu tun, Systemen, Investmentsystemen und so weiter zu tun. Und durch den TikTok-Algorithmus bin ich aber wirklich in eine Zielgruppe gelandet, sodass meine Beschwerderate für den Schnupperkurs, die nahe bei Null lag, also beim Wegner-System ist sie, glaube ich, Null. Also ich kann mich nicht an eine an mich gerichtete Beschwerde vom Wegner-System eines Kunden erinnern. Und wenn es auch mal eine war, mag das auch so sein. Ja, ich habe über 1000 Wegner-System-Kunden. Da will ich gar nicht sagen, dass es da nicht auch vielleicht 1 oder 2 oder 3 sogar geben könnte. Aber beim Wegner-System war die Beschwerderate eigentlich, also im Kopf würde ich sagen, Null. Und beim Schnupperkurs war die Beschwerderate im ganz geringen Bereich. Das heißt, ich habe das jetzt nicht dokumentiert. Ich weiß halt, ich habe jeden Tag meine E-Mails reingeguckt und alle paar Tage oder alle 14 Tage oder so, je nachdem, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, war mal jemand, der irgendwie gesagt hat, nee, für mich ist das der Schnupperkurs nichts. Ich habe komplett andere Erwartungen gehabt, aber selbst beim Schnupperkurs waren ein riesiger Teil zufrieden. Und jetzt ist die Beschwerderate beim Schnupperkurs halt von gefühlten 1% auf gefühlte 5% gestiegen. Und gleichzeitig haben sich die Verkäufe aber verzehnfacht, so dass ich jetzt auf einmal wirklich mehrere unzufriedene Menschen da drin hatte. Oder auch mehrere Menschen, die einfach extrem Support
nicht fähig, sondern Support nötig waren. Jeder, der mir eine E-Mail schreibt, bekommt ja eine Antwort. Und im Regelfall erstelle ich meine Kurse, also mein Wegner-System sowieso, aber vor allem mein Schnupperkurs so, dass relativ wenig Nachfragen notwendig sind. Es kommt aber immer mal vor, wie ich gesagt habe, ich gucke jeden Tag meine E-Mails rein und meistens beantworte ich so 1 bis 5 E-Mails. Das war bisher so. Ich habe auch mal 2 Tage nicht reingeguckt und dann war es auch wieder okay. Und jetzt ist es aber so, dass jeden Tag mein Pascal Success E-Mail-Postfach komplett voll ist und da auch immer 1, 2 Leute bei sind, die mir wirklich schreiben, hey Pascal, ich habe den Schnupperkurs gestern gekauft, wie werde ich, also die fragen wirklich, wie kriege ich denn heute meine 500 Euro überwiesen? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jeder, der möchte, kann sich unter wegner-schnupperkurs.de das gerne mal durchlesen, wobei ich auch noch nicht verheimlichen will, dass ich das jetzt nochmal angepasst habe, damit es wirklich niemand missverstehen kann und ich probiere, die Kunden auszusortieren. Aber ich habe jetzt wirklich Käufer, die mir schreiben, hey, ich habe das gestern gekauft und ich will jetzt wissen, wie ich heute 5.000 Euro überwiesen kriege. Und dann sage ich immer so, naja, aber wie denn, wie du heute 5.000 Euro überwiesen kriegst, dann sagen die Leute, na, du erzählst auch immer, dass du 5.500, 6.000 jeden Monat bekommst, ohne dass du was dafür tun musst. Und deswegen habe ich dein System gekauft und deswegen möchte ich das jetzt auch haben. Und das sind keine Lügenmärchen, die ich gerade erzähle. Das sind 1:1 Konversationen, die ich mit mehreren Menschen geführt habe und die dann wirklich sehr Support nötig sind. Ich habe wirklich unzählige Leute, die wollen mit meinen Systemen erfolgreich werden und bekommen es aber nicht hin, sich ein Passwort zu vergeben. Und um das Ganze abzukürzen, mein Success-Business ist, was ich ja seit 10 Monaten nebenbei betreibe, nicht mit geringerer Qualität oder so, aber es halt so aufgebaut habe, dass es nebenbei läuft, dass ich, wenn ich Lust habe, am Tag irgendwann mal eine Stunde reingucke und die Fragen beantworte und bei Facebook reingucke und bei TikTok reingucke und bei Instagram reingucke und im Regelfall damit alles beantwortet ist. Und das Success-Business hat sich inzwischen binnen Tagen so überschlagen, dass ich keine Chance mehr habe, die privaten Nachrichten zu beantworten. Also ich habe das bisher so gemacht, dass ich jede private Nachricht, die Sinn hatte. Bei, also Nachrichten wie hey oder Nachrichten wie schenkt mir mal 5.000 Euro, die habe ich natürlich gelöscht. Aber jede normale Anfrage habe ich die letzten 10 Monate beantwortet. Bei Instagram, genauso wie bei TikTok, genauso wie bei Facebook, genauso wie per E-Mail. Und irgendwann, als dann 500 ungelesene private Nachrichten bei TikTok drin waren und mehrere tausend Kommentare durchgescrollt sind und ich dann irgendwann mal zusammengerechnet habe und es pro Tag über 1.000 Kommentare, Nachrichten und E-Mails über alle Plattformen waren, ich dann irgendwann sagen musste, hier ist gerade alles über mich zusammengebrochen und so schlecht ich mich damit fühle, aber ich konzentriere mich jetzt auf die E-Mails. Die E-Mails werden natürlich beantwortet und kommuniziere das auch so im Rahmen meiner Möglichkeiten und sage, hey, gerade Kunden, schreibt alle eine E-Mail, von mir ist auch jeder andere, aber ich habe keine Chance mehr, diese privaten Nachrichten zu beantworten. Vor allem auf eine Supportanfrage kommen ja, ich kenne jetzt das genaue Verhältnis nicht, aber dass du mal ein Gefühl dafür kriegst, auf eine Kundenanfrage kommen 20, 30, 40 Nicht-Kundenanfragen oder wahrscheinlich das Verhältnis sogar noch krasser, wo Leute mir wirklich ihr Leben ausschütten. Also ich habe E-Mails, ich habe Lebensläufe von Menschen inklusive der enthaltenen Krankheiten, persönlichen Beziehungen bis hin zu sexuellen Vorlieben, die die Menschen mir ungefragt zusenden und jetzt einfach in ihrer Situation Hilfe haben wollen. Und jeder, der das weiß, der mir so eine E-Mail schreibt, weiß, dass meine Antwort dann nicht keine ist und meine Antwort ist auch nicht, kauf dir das Wegner-System, ganz und gar nicht, sondern ich lese mir diese E-Mails wirklich alle durch und schreibe den Menschen auch eine Antwort. Die Antwort fällt zugegebenermaßen häufig relativ kurz aus, weil ja, ich kann und will einfach keine persönliche Beratung für im Endeffekt unzählige Menschen, die ich nicht kenne, anbieten. Und dafür ist ja irgendwie auch, sind ja auch irgendwie meine Podcasts, meine Videos und auch meine kostenpflichtigen Produkte gedacht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier auch das Problem, dass ich es nicht mal mehr schaffen kann, diese E-Mails überhaupt zu lesen. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch privat aus. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, haben wir eine neue Wohnung gekauft. Und jetzt wollen wir auch in diese neue Wohnung einziehen, selbstständig. Das heißt, wir gekauft haben wir sie erstmal so, noch eigentlich ohne Wissen, was wir damit wirklich machen wollen, ob wir sie verkaufen wollen, ob wir sie vermieten wollen oder ob wir selbst einziehen.
Und aus verschiedenen Gründen haben wir uns jetzt dazu entschieden, selbst in eine Wohnung einzuziehen. Und es überfordert mich gerade maximal, dies zu koordinieren. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt, ach Gottchen, Pascal, wie kann man es nur so schwer haben? Aber ich habe eben das Problem, dass ich die Wohnung aus Eigenmitteln bezahlt habe. Ich habe keinen Kredit dafür aufgenommen, weil ich in Anführungszeichen keinen Kredit bekommen habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich das hier im öffentlichen Podcast schon mal erzählt habe, aber ich glaube, ich habe im Premium-Podcast sehr, sehr, sehr ausführlich über die Wohnung erzählt und das bringt jetzt das Problem mit sich, dass ich relativ, also warum habe ich den Kredit nicht bekommen, in einem Satz gesagt, weil ich im Ausland war. Ich habe eine Kreditzusage bekommen, musste die aber unterschreiben, laut den Gesetzen der Banken von 1712 oder so, ich weiß es nicht. Es war jedenfalls nicht möglich, aus Thailand diesen Kreditvertrag zu unterschreiben. Und die Zahlungsfälligkeit war aber wenige Tage, nachdem ich aus Thailand zurückkam. Das heißt, ich habe dann keinen Kredit unterschreiben können, obwohl ich ihn zugesagt bekommen habe. Und weil ich dann so schlecht gelaunt war, habe ich dann gesagt, ich bezahle die Wohnung. Und weil dann auch entschieden war, dass wir sie selber nutzen. Das heißt, bei Eigennutzung macht ein Kredit zu 4% Zinsen ja sowieso nicht so extrem viel Sinn, weil ich selber, das wissen die fleißigen Zuhörer ja selber nur mit 3% Rendite, Bruttorendite oder manchmal brutto, manchmal netto, je nachdem, das schwankt bei mir immer ein bisschen. Aber ungefähr mit 3% Eigenrendite rechne, was ich auf mein Kapital erwirtschafte und die Darlehenszinsen sind inzwischen bei um die 4%, heute glaube ich sogar noch ein bisschen höher, vor ein paar Wochen waren sie noch ganz, ganz, ganz knapp unter 4%. Und es macht sowieso keinen Sinn, 4% Zinsen zu bezahlen, um 3% Rendite zu erwirtschaften. Ich wollte halt ein bisschen flexibel bleiben, weil ich habe jetzt mein gesamtes liquides Geld für die Wohnung ausgegeben. Das heißt, ich bin jetzt bis auf ein paar tausend Euro, was für manche Menschen immer noch viel Geld ist, aber ich habe über 740.000 Euro von meinen gesamten Tages- und Festgeldkonten zusammengekratzt, habe das alles auf eine einzige Bank überwiesen und habe das Geld dann vor, weiß nicht, 10 Tagen, glaube ich, oder vor einer Woche überwiesen. Oder Montag war es, das heißt vor ziemlich exakt 10 Tagen habe ich das Geld überwiesen und bin jetzt auch noch liquiditätsmäßig blank, was für mich erstens die Stimmung auch noch sehr trübt. Also viele, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich immer sehr, sehr, sehr großen Wert auf nicht investiertes Kapital lege, weil ich immer sage, ein paar hunderttausend braucht man immer mal zum Rumliegen haben. Einfach nur, dass es gibt immer Chancen. Ich habe in meinem Leben mehr Geld verdient, weil ich Liquidität herumliegen hatte und weil ich Chancen nutzen konnte, als ich mit meinen Investments verdient habe. Von daher geht es mir jetzt persönlich auch ein wenig schlecht, dass ich jetzt quasi liquiditätsmäßig nahe an der Pleite bin. Das zehrt zusätzlich noch an meinen Nerven. Aber eine neue Wohnung bezugsfertig zu machen, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, wofür ich mich eigentlich schämen musste. Wir haben uns mehrere Monate Zeit genommen. Das heißt, wir haben mehrere Monate beide Wohnungen, bevor diese hier von mir vermietet wird, wo wir aktuell drin wohnen. Und trotz allem stresst es mich gerade ungemein, die Handwerker zu koordinieren, den Parkettschleifer zu koordinieren, den Malermeister zu koordinieren, die alte Küche abholen zu lassen, eine neue Küche reinzuplanen, den Umzug wirklich festzulegen. Meine Freunde fragen gerade, an welchem Tag sie helfen sollen. Ich habe Zugriff auf einen LKW, wo ich auch noch melden muss, an welchem Tag ich den haben möchte. Ich habe noch nicht die geringste Vorstellung davon, wann jemals eine Küche in dieser Wohnung sein könnte, weil ich es noch nicht geschafft habe, ein Küchenstudio aufzusuchen. Und gleichzeitig brechen noch weitere Sachen über mich hinein. Ich gucke hier gerade die ganze Zeit auf ich habe so ein Erinnerungstool, da habe ich übrigens auch in der Academy mal eine Premium-Podcast-Folge gemacht. Ich habe hier noch einen Kumpel, der seit 20.06. leuchtet es rot auf eine Rückmeldung von mir wartet, weil er mir was geben möchte. Ich müsste hier noch Geldeingänge prüfen. Ich muss noch eine Miete bezahlen. Da sehen wir jetzt auch, habe ich noch 2 Tage für, warum ich die immer selber bezahle. Das hat finanzielle Gründe. Ich bekomme da einen großen Cashback drauf, wenn ich die aktiv überweise. Ich habe gerade eine gekündigte Wohnung, die ich entweder verkaufen oder vermieten möchte, wo ich aktuell die Wohnung doppelt inserieren möchte. Das heißt, ich möchte die sowohl zur Vermietung als auch zum Verkauf inserieren. Und das, was als erstes mir passt, würde ich machen. Das hier habe ich schon gemacht. Ich muss mich gerade um Strom, um Internet kümmern, sowohl für die alte Wohnung als auch für die neue Wohnung. Es ist gar nicht so leicht, seinen alten Stromanbieter einfach umzuziehen,
wenn man beide Wohnungen mehrere Monate hat. Denn wenn man einen Umzug beim Stromanbieter plant, dann muss man ein Datum nennen. Und an diesem Datum wird die alte Wohnung, wird der Vertrag vom Strom abgeschaltet und die neue Wohnung wird angeschaltet. Wie gesagt, geht bei mir nicht, weil ich 2 Monate und ein bisschen mehr Überlappung von beiden Wohnungen habe. Das gleiche gilt übrigens fürs Internet. Und damit möchte ich einfach nur zusammenfassen, dass gerade alles über mich hereinbricht und dass diese Überforderung dazu führt, dass ich extrem blockiert bin. Also meine Kreativität ist gerade auf dem absoluten Nullpunkt und es fällt mir gerade extrem schwer, bei Dingen den Überblick zu behalten. Wenn ich Dinge mache, wenn ich eine einzige Sache mache, wie Beispiel, ich war heute beim Tätowierer, das kriege ich gut hin. Wenn ich beim Tätowierer liege, weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Naja, ist ja nicht viel als herumzuliegen, ist klar. Aber dann geht es mir auch gut in dem Moment, weil ich weiß, ich werde jetzt tätowiert und alles andere ist quasi erstmal egal. Wenn ich mich mit Menschen treffe und ich habe irgendwie einen Termin, über ein Thema zu reden, dann kriege ich das auch hin, weitestgehend. Also wenn ich mich mit dem Handwerker treffe und wir darüber sprechen, welche Parkettsachen gemacht werden müssen, oder wenn ich mich mit dem Maler treffe und darüber spreche, welche Malersachen gemacht werden müssen, kriege ich das auch gut. Wenn ich im Rettungsdienst arbeite und ich bin in diesem Moment nur Rettungssanitäter, ist das auch gar kein Problem. Also ich würde behaupten, dass meine Leistung im Rettungsdienst nicht nachlässt, weil in diesem Moment bin ich Rettungssanitäter und da weiß ich zu 100%, was ich zu tun habe und in diesem Moment sind auch mehr oder minder alle Sachen weg. Da brauche ich mir halt auch keine Gedanken machen. Muss ich jetzt eine Wohnung inserieren oder muss ich jetzt einen Malermeister anrufen oder so, sondern ich weiß, ich muss jetzt Rettungswagen fahren und wenn die Leitstelle was von mir möchte, muss ich zum Einsatz fahren und wenn ich im Einsatz bin, weiß ich, was ich medizinisch zu tun habe. Von daher, diese Sachen klappen sehr gut. Was aktuell gar nicht mehr klappt, ist, wenn ich selbstständig entscheiden muss, was ich als nächstes zu tun habe. Und hier trennt sich so ein bisschen mein Kopf von meinem Geist. Ich bin psychologisch immer noch nicht so weit. Ich habe erst vor wenigen Jahren kennengelernt, dass der Mensch nicht rational ist und dass ganz viele Dinge, die wir tun, eine Art Unterbewusstsein sind. Und ich habe noch die Trennschärfe zwischen Geist, Psyche, inneres Kind, Gewohnheiten, Bauchgefühl und so, die gelingt mir noch nicht. Das Einzige, was ich aktuell schaffe, ist zu sagen, es gibt den Kopf und den Bauch, um es ganz einfach zu machen. Und auch wenn mein Kopf noch sehr klar denkt und mein Kopf sagt, naja, Pascal, das ist doch gar kein Problem. Wir machen jetzt die dringendsten und die wichtigsten Sachen. Jetzt nehmen wir erstmal einen Podcast auf, weil der Podcast muss morgen rauskommen. Ich meine, das muss ja noch nicht mal. Das ist ein selbstgestecktes Ziel, dass jeden Freitag der Podcast da ist. Aber ich möchte dieses Ziel eben selber gerne einhalten. Von daher, Pascal, du nimmst jetzt einen Podcast auf. Beim Premium-Podcast ist es zum Beispiel schon schiefgegangen. Der ist jetzt einen Tag hinter meinem persönlichen Ziel herausgekommen. Aber ist eben auch irgendwie geschafft. Pascal, du lässt TikTok jetzt erstmal in Ruhe. Ja, es fällt mir unheimlich schwer, mich nicht um die TikTok-Kommentare zu kümmern. Aber ich muss die TikTok-Kommentare nicht lesen. Ich muss auch die TikTok-Nachrichten nicht beantworten. Das weiß mein Kopf. Mein Kopf weiß das alles. Pascal, das kannst du alles links und rechts liegen lassen. Du musst jetzt erstmal die Sachen machen, die keinen Aufschub bedürfen. Meld den Strom in der neuen Wohnung an und mach in der alten Wohnung, überleg dir, schreib dir an, wie du irgendwie einen Umzug machen kannst. Also mein Kopf weiß das eigentlich und trotzdem laufe ich manchmal, ich kann dir gar nicht sagen, wie lange, aber weil ich da kein Zeitgefühl habe, laufe ich manchmal durch die Wohnung, weiß eigentlich, ich will einen Podcast aufnehmen und weiß jetzt nicht richtig, was der nächste Schritt ist. Und was ich auch merke, jahrelang habe ich ja wirklich meine Finanzen extrem gut im Griff gehabt. Also es gibt es bei mir eigentlich nicht, dass ich Geld aus Versehen rausschmeiße. Also dass ich mich ganz aktiv dazu entscheide, für irgendwas Dummes Geld auszugeben. Kein Problem. Aber ich kaufe im Regelfall niemals eine Cola bei der Tankstelle. Niemals. Ja, das ist meine Finanzphilosophie, dass ich Cola im Angebot auf Vorrat kaufe. Das ist meine Finanzphilosophie, dass ich Kaffee im Angebot auf Vorrat kaufe. Es gibt es bei mir. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern, jemals einen Kaffee zum Normalpreis gekauft zu haben, weil ich eben sage, das ist total dumm. Kaffee muss immer da sein. Und jetzt merke ich eben, dass immer mehr Dinge passieren, wo ich sage, okay, Schatz, ist mir jetzt egal gerade, kannst du bitte mir von der Tankstelle eine Literflasche Cola holen?
Oder ich saß neulich im Rettungsdienst und hatte nichts zu essen dabei. Das, gut, das hatte auch doppelte Gründe, aber erstens hatte ich nichts zu essen dabei, weil ich keine Lust hatte zu kochen. Das ist bei mir schon mal sehr, sehr, sehr selten. Normalerweise verköstige ich mich zu 99% in der Rettungsdienstschicht mit eigenem, nach meinen Maßstäben passenden Essen und hole mir nichts irgendwie beim Dönermann, bei McDonald's, bei Burger King oder beim Chinesen. Lege ich extrem Wert drauf. Und wenn ich mich gezielt dazu entscheide, was zu bestellen, dann nehme ich immer den Aufwand und probiere, eine Bestellung kostenlos zu bekommen. Und diesmal war es so, dass ich im Rettungsdienst saß. Ich hatte auch eine relativ lange Schicht, glaube ich. Und irgendwann dachte ich, es war Sonntag, ich habe nichts dabei. Ich kann jetzt zumindest nicht ins Edeka oder ins Lidl kurz anhalten, sondern ist es maximal ein Döner oder ein Chinese, aber ich bestelle mir was. Und ich war kurz davor, ohne jedweden Rabatt eine Pizza zu bestellen. Die 20 Euro hätten mich nicht ruiniert, aber es geht einfach darum, dass ich das normalerweise seit Jahren habe ich keine Pizza mehr zum Normalpreis bestellt. Also entweder kriege ich einen horrenden Rabatt bis hin zu 100% oder aber ich lasse die Bestellung. Und zum Glück hat er meinen Kopf wieder so ein bisschen eingekickt und gesagt, nee, Pascal, du bestellst jetzt nicht für 20 Euro eine Pizza. Und ich habe es dann wirklich auch geschafft, nach kurzer Suche mein Essen komplett kostenlos zu bestellen. Das heißt, ich habe dann für 20 Euro oder für 30, glaube ich, also 30 Euro waren kostenlos, mir mehrere Döners bestellt und habe nichts dafür bezahlt. Kleiner Hinweis nur, bevor jetzt die Leute, die mir nicht folgen, Fragezeichen kommen. Uber Eats hatte an diesem Wochenende eine Aktion, wo du bis 20 Euro kostenlos bestellen konntest. Also du hast einen 5-Euro-Gutschein bekommen und du hast dann noch 15 Euro Cashback bekommen. Das heißt, bis 20 Euro konntest du kostenlos bestellen. Und wenn du noch nie dort registriert warst, dann hast du nochmal 10 Euro extra bekommen. Also ich habe eben eine Marketingaktion kombiniert. Wie gesagt, Uber Eats war das am Wochenende, wo man 20 oder 30 Euro kostenlos bestellen konnte. Und ich mache das schon seit Jahren und diese Aktion poste ich auch immer auf Facebook. Also wenn du mir auf Facebook folgen möchtest, einfach unter Pascal Wegner, da habe ich das auch gepostet, sodass alle auch wirklich für 20, 30 Euro sich kostenlos eine Pizza bestellen konnten. Aber diesmal ist es mir wirklich extrem schwer gefallen. Und ich frage mich gerade, und da habe ich halt leider nicht so viel Feedback, weil normalerweise trauen sich das Leute mir auch nicht so zu sagen, weil sie eben wissen, dass ihre Überforderung meistens auf einem anderen Niveau ist, als es bei mir ist. Ich meine, klar bin ich gerade, ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Ja, ist so. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, das Ganze resultiert daraus, weil ich jeden Tag bis nach 9 ausschlafe, weil ich dann nicht innerhalb von 15 Minuten anfange zu arbeiten, sondern weil ich erstmal eine Stunde oder so irgendeinen Quatsch mache, wonach ich mich gerade fühle. Und ich fahre halt über 100 Schichten Rettungsdienst im Jahr. Also ich würde sagen, ich habe so durchschnittlich einen Teilzeit-Rettungsdienst-Job, weil mir das halt unheimlich Spaß macht. Ich habe gerade eine Wohnung für 700.000 Euro gekauft, die ich komplett herrichten lasse. Und ich betreibe eben nebenbei noch ein Internet-Business, wo ich eben nicht wenig Kunden habe und auch nicht wenig Geld verdiene. Und das Ganze betreibe ich mit einer einzigen Person gemeinsam, der ich hier auch ganz, ganz, ganz doll danken möchte, weil auch wenn sie, glaube ich, jünger ist als ich, oder sie ist sicherlich jünger als ich, hat sie es trotzdem irgendwann erkannt und ist ihre Mami-Instinkte sind eingekickt und sie hat irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, Pascal, du machst das gerade, du bist gerade überfordert und du frisst das gerade in dich rein und ich helfe dir jetzt mal ein bisschen. Und dann ist sie quasi, obwohl sie meine Assistentin gegangen, ist sie in Charge gegangen und hat mein Leben wieder ein bisschen zurechtgepuzzelt, so dass ich irgendwie wieder an gewissen Stellen, die mir extrem zugesetzt haben, Luft zum Atmen hatte. Daher nochmal ganz herzlichen Dank an diese Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist Ines eine Teilzeitassistentin von mir und ich mache mein Internet-Business auch nur in Teilzeit. Und nebenbei verwalte ich eben inzwischen 15 Wohnungen. Das mache ich auch alles, außer die Sachen, die halt irgendwie Verwaltung machen oder wo meine Freunde mich unterstützt. Aber die mache ich auch selber. Und vielleicht brauche ich mich gar nicht so viel schämen, dass wenn man einen Halbtagsjob im Rettungsdienst fährt und einen Halbtagsjob im Internet-Business hat, und nebenbei sich noch tätowieren lässt und nebenbei
noch trotzdem auf private Feiern geht, dass man dann ein wenig überfordert ist. Das sagt mein Kopf natürlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass normal ist ja immer das falsche Wort. Aber der durchschnittliche Mensch, welcher nur einen Job hat und sich irgendwie und noch ein, zwei Sachen nebenbei hat, sich nicht so richtig traut, mir zu sagen, ja, Pascal, ich schaffe das einfach nicht, deine Tipps zu beherzigen. Ich habe das bei Facebook gesehen, dass es eine kostenlose Pizza gibt oder halt für 30 Euro was kostenlos gibt. Aber Pascal, ich bin so platt nach der Arbeit, ich bin so überfordert. An der Arbeit weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Und privat weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Und das würde mich jetzt auch mal so ein bisschen interessieren, ob durchschnittliche Menschen wirklich sagen, sie sind häufig in dieser Situation, wo ich gerade bin. Weil ich sage ja immer zu den Leuten im Rettungsdienst auch, sage ich immer, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dir jeden Rettungsdienst an der Tankstelle zwei Red Bull holst. Ich sage, Red Bull gibt es doch alle vier Wochen für einen Bruchteil im Angebot. Warum holst du dir da nicht x Dosen Red Bull und stellst sie hier auf die Wache oder stellst sie dir zu Hause hin und nimmst sie bei jedem Rettungsdienst mit? Ich sage zu unzähligen Menschen, warum holen wir denn jeden Dienst, den wir gemeinsam haben, holen wir dir ein ungesundes, teures Essen, wenn wir doch die Möglichkeit haben, wir haben eine Küche auf der Wache oder auf den meisten Wachen eine Küche und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gibt es immer mal ein Zeitfenster, wo man kurz auf der Wache ist und kurz die Möglichkeit hat, sich selber Essen zuzubereiten, welches man von zu Hause mitgebracht hat oder vielleicht sogar bei Edeka oder Lidl gekauft hat. Und ich frage wirklich so viele von meinen Kollegen, schau mal, ich habe mein Essen jedes Mal dabei, jedes Mal mit Ausnahmen, die eigentlich nur Absicht sind. Und du holst dir jeden Dienst sauteures Essen. Du gibst im Jahr einen vierstelligen Betrag für Essen aus, wo du besseres Essen, mehr Essen, günstiger bekommen könntest. Und ich habe das immer nicht so verstanden. Und ich frage mich gerade, ob diese Überforderung, dass der Mensch mehr an Aufgaben hat, als er gerade bewältigen kann, dass Menschen es nicht schaffen, ihre Stromanschlüsse zeitig zu kündigen, dass Menschen es nicht schaffen, ihre Internet- und Handyverträge alle zwei Jahre zu kündigen, dass Menschen es nicht schaffen, Cola, Duschgel, Waschmittel und Kaffee auf Vorrat zu 50% Rabatt zu kaufen, weil das ist nun mal gerade, das ist der Rabatt, ja, also ob ich Kaffee einfach mitnehme, wenn er alle ist oder ob ich Kaffee gezielt im Angebot kaufe, da liegen roundabout 50% Rabatt zwischen. Bei Cola ist es nicht ganz so viel. Ich glaube, Cola kostet normalerweise 10 Euro pro Kasten oder 12 Euro und im Angebot ist es, glaube ich, irgendwie 30% oder 40% weniger, aber nichtsdestotrotz. Und da würde mich auch mal gerade Feedback interessieren, ob diese Überforderung, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich die gerade gut oder schlecht rübergebracht habe, ob Menschen wirklich sagen, ja, Pascal, so geht es mir jeden Tag seit 10 Jahren. Und ja, Pascal, du hast immer gut reden, kauf die Cola doch im Angebot, bestell die Pizza doch mit Uber Eats Rabatt. Aber ich habe die Nerven nicht, ich habe die Zeit nicht. Und was ich nur zum Schluss sagen möchte, ich habe das häufiger mal gesagt, ich glaube, ich habe das in den Nachteilen der finanziellen Unabhängigkeit gesagt. Einer meiner größten Nachteile, weil bei mir alles im Leben glatt lief, ist, dass ich glaube, dass ich keine Problembewältigungskompetenzen mehr besitze. Dass wenn bei mir irgendwann mal es nicht so rosarot läuft, wie es die letzten Jahre und Jahrzehnte jeden Tag lief, dass ich ganz, ganz, ganz dumm aus der Wäsche gucken werde. Und ich habe gerade das Gefühl, dass gerade der Punkt gekommen ist, wo ich wirklich sagen muss, mein Leben der letzten Jahre, wo ich mit einem kleinen Finger wirklich ein großes Rad gedreht habe und genug Geld verdient habe und nur Dinge gemacht habe, die ich wollte, haben dazu geführt, dass jetzt, wo es relativ schlagartig eine für mich gefühlte Überforderung kommt, ich Probleme damit habe. Und das merke ich immer dann, wenn meine Freundin, der ich jetzt nicht zu nahe treten möchte, aber meine Freundin hat eben nicht 20 Jahre ein Internet-Business betrieben und meine Freundin weiß auch nicht, was Buchführung ist und sie ist auch nicht mit 15 Immobilien aufgewachsen und sie hat dann noch nie eine Wohnung gekauft. Das heißt, für sie ist das alles, was wir hier gerade machen, relativ neu und trotzdem ist es aktuell meine wesentlich jüngere Freundin mit einer anderen Vergangenheit, die sagt, Schatz, was ist denn dein Problem? Wir suchen jetzt jemanden, der die Küche rausholt, dann gehen wir in 3 Küchenstudios, dann lassen wir uns 3-mal eine Küche planen, dann entscheiden wir uns für eine, dann fragen wir nach, wie lange es dauert und dann fragen wir nach, was der Malermeister noch streichen soll
und dann ziehen wir ganz in Ruhe irgendwann um. Und ich dann einfach nur sage, ja, ja, das stimmt, das machen wir so. Und ist aber selbstständig diese einfachsten Lösungen im aktuellen Moment nicht auf die Kette kriege. So, wie gesagt, Feedback zu dieser Folge interessiert mich wirklich. Unter podcast@pascal-success.de kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Auch negativ, konstruktives, negatives Feedback bin ich extrem dran interessiert. Braucht man auch keine Angst vor haben. Feedback in der Richtung, du bist ein Idiot, du bist ein Depp, laber doch nicht, och, geh heulen oder interessiert mich ein Mist oder heul dich woanders aus oder so. Solches Feedback interessiert mich natürlich nicht. Es wird auch gelöscht, geblockt, fertig. Aber sowohl positives als auch negatives Feedback freue ich mich immer sehr. In diesem Sinne schauen wir mal, wie es beim nächsten Podcast wird, ob ich da wieder einen kreativen Moment hatte und wir wieder eine, in Anführungszeichen, normale Folge machen. Oder auch Feedback von euch, ihr wollt mehr dieser persönlichen Art irgendwie hören. Also bin wirklich mega gespannt. Liebe Grüße, Pascal Wegner.